Metal, meine lieben Freunde. Und heute hoffentlich das Metal lang genug, ne? Extra ein bisschen länger gemacht heute fürs Abo-Special. Ihr seht's am Titel, ne? Der nächste Meilenstein ist erreicht worden. Verdammt nochmal. 10.000 Abonnenten. Das sind 10.000 mehr als Rainer hat. Deswegen erstmal natürlich danke dafür. Nee, ich muss wirklich sagen, ich hätte niemals gedacht, dass der Kanal, ja, mittlerweile fünfstellige Abonnentenzahlen hat. Oder war es vierstellig? Oder dreistellig? Na, ich verwechsel das immer jetzt. Naja. Nein, wirklich vielen, vielen, vielen lieben Dank an alle, die immer, ja, die Videos gucken, in den Kommentaren sind, in den Livestreams, sei es auf YouTube oder Twitch. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Was wird geschaut? Wir schauen Drachenlord Best of Ford Blue Staffel. Ja, haben sich viele gewünscht, wird natürlich dann noch umgesetzt. Und ja, wo schauen wir? Beim Mettmacher, ist natürlich unten verlinkt. Wenn ihr gerne mal vorbeischauen wollt, macht das richtige und wichtige Videos. Ja, vorher gibt es noch, ja, ein bisschen Werbung für Twitch. Wenn ihr Bock habt, kommt gern rum, ist der erste Link oben in der Videobeschreibung. Einfach mal gerne rumkommen. Da streame ich relativ regelmäßig, halt nur mit Gameplay und wir labern ein bisschen im Chat. Würde mich aber freuen, wenn viele von euch doch auch mal vorbeischauen und Hallo sagen. Ja, ansonsten, was soll ich sagen? Wir gehen rein und let's go. War das eigentlich genug Sperrgelutsche? Also, muss ich jetzt fragen, Leute. Schreibt es mir auch gerne mal rein. Ich, wenn nicht, dann muss ich das Fanmanagement noch nachholen. Sorry. Ja, let's go. Das ist so ein richtig fettes Monster. Was denn für einer? Eine Ford Ranger. Ey, das ist so ein Monster, ich sag's euch. Das ist richtig krass. Mein Auto, wenn es wirklich dazu kommen sollte, dass ich wirklich eine schlechte Chance habe, rauszukommen, werde ich mir vielleicht irgendwas Kleines zulegen, wo nicht allzu viel kostet, bevor ich dann irgendwie anfange, mir was Großes Neues zu kaufen. Ja, was Kleines, ne? So für zwischendurch, 40k, Ford Ranger. Mein Gott, ja. Warum hat er sich den geholt? Weil er sich den verdammt nochmal leisten kann, Leute, ja. Und ihr könnt euch den nicht leisten. Ich hoffe, die Stelle kommt auch vor, wunderschön. Ja, also, um nochmal meinen Senf dazuzugeben, Ford Blue Staffel, wunderbare Staffel, wirklich. Nicht meine Lieblingsstaffel, aber man hat es ja vor allem in den Hater-Talk-Folgen gemerkt, die Leute feiern diese Staffel. Sehr viele Leute, für viele Leute ist das sogar die Lieblingsstaffel gewesen. Und ich muss sagen, sehr unterhaltsame Staffel, auf jeden Fall. Und ich finde es fast ein bisschen schade, zumindest von der Entertainment-Sicht, dass Rainer seinen Führerschein nicht mehr hat. Ne? Also straßenverkehrsordnungsmäßig ist das richtig und wichtig, dass dieser Mann kein Fahrzeug mehr führen darf. Aber, ja, ich weiß nicht. Ja, diese magische Zeit, wenn Rainer auf Rasthöfen gestreamt hat, mit der polnischen Familie nach Italien auf einmal gefahren ist. Ah, das war einfach schön. Diese Streams aus dem Auto, 180. Es war sehr, sehr, sehr unterhaltsam. Und das alles hier komprimiert in einem Video zu sehen, das macht mich sehr glücklich. Wir gehen weiter rein. Ah, schön. Sehr, sehr schön. Aber das ist auch ein solches Monster. Hm, wie teuer war er? Er hat seinen Preis. Tröde, tröde. Ja, irgendwann sehen wir jemanden. Ade. Und generell, Leute, ne, für eure Unterstützung, das kann ich im Moment echt gebrauchen, weil das Auto war echt teuer. Ach, das Auto war echt teuer, Rainer. Hm. Vor allem, das finde ich auch so ekelhaft. Er kauft sich ein Auto, das er sich eigentlich in der Situation überhaupt nicht leisten kann. Ne? Er hat, was hat er gekriegt? 70.000, irgendwie sowas für einen Schanzenverkauf. So. Was würde ein normal denkender Mensch machen? Sich logischerweise Obdach suchen? Weiß ich nicht. Keine Ahnung, hol dir eine kleine Eigentumswohnung oder so. Ne? Aber... Ja, man kann sich auch für 40.000 einen Ford Ranger einfach holen. Warum denn nicht? Warum denn nicht? Und dann natürlich wieder hinten raus rumbetteln. Ja, Leute, also die Unterstützung wäre super, weil das Auto war echt teuer. Ja, Rainer, no shit. Warum holst du es dir denn dann, wenn du trotzdem noch Geld brauchst, Rainer? Hm? Was ist denn da los? Und ich möchte nochmal auf den ekelhaften, dreckigen Hintergrund verweisen mit diesen Emojis, wirklich. Also, könnt ihr euch an die Zeit erinnern, wo er diese Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag Streaming-Hintergründe gemacht hat, die allesamt aussahen, als ob irgendein 12-Jähriger mit Gimp das erste Mal rumgespielt hat. Junge, die machen mich auch anders mit. Achtet da mal drauf. Boah, Leute. Ja,
Also ich habe jetzt wirklich den Großteil meiner Ersparnisse dafür aufgeopfert. Winkler! Verpisst euch, die Bullen sind schon angerufen. Ja und, Fenster! Der noch mal da steht. Nein. Und ich heiße Winkler! Winkler! Mein Name bedeutet mehr als eure ganze Existenz. Ja. 600 Kilometer! Verpiss dich, du Fenster! So ein trauriges Bild, wirklich so ein trauriges Bild. Ach Mann, wenn Rainer so Beleidigungen droppt wie Fettsack, ne? Also wirklich, Rainer, wer im Glashaus sitzt, ne? Wirklich, du kannst über keinen sagen, dass er dick ist. Ich kenne niemanden, niemanden, der so dick ist wie du. Außer vielleicht hier mein Leben mit 300 Kilo. Die sind noch ein bisschen dicker, okay. Aber jetzt mal ehrlich, ich kenne wirklich niemanden. Das schreiende Auto, wirklich. Also, es ist unglaublich, ne? Man, weißt du, normale Menschen würden einfach weiter brausen. Und Rainer macht natürlich erstmal einen Schreimonolog. Ja, es ist, ja, logisch, richtig und auch wichtig, klar. Klar. Und dann auch der Bankzwischenfall, ne, wo er an diese Bank dran gefahren ist und dann gesagt hat, das war gar nicht er, die Hater haben da irgendwas gemacht oder so, obwohl es natürlich wieder gefilmt wurde. Kennt ihr diesen Ausschnitt noch, wo, wie war das, wo Rainer, ich glaube, das war damals auch Teamspeak, wo er gefragt wurde, hast du deinen Unfall gut überstanden? Und dann sagt er, welcher Unfall? Ja, es gibt auf Twitter Bilder. Nun sagt er, ja, es gibt auf Twitter viele Bilder. Rainer, es ist festgehalten, dass du einen Unfall hattest. Dann fragt jemand netterweise, geht's dir gut nach dem Unfall, ist alles okay? Und du streitest ab, dass es sowas gab. Das ist wirklich, es ist toll. Es ist schon öfter vorgekommen und es erinnert mich sehr stark daran, ja, es ist, ja, das waren die Hater mit der Bank. Das war ich gar nicht, natürlich, klar. Ja, sieht man doch. Ich weiß doch nicht mehr, wer du bist! Stell dir mal vor, die wissen wirklich nicht, wer Rainer ist. Und dann steht er da so und schreit die an. Und du denkst, warum ist der jetzt so ein korpulenter Mettler, der mich anschreit, etc.? Was ist denn da jetzt eigentlich los? Mit 1,96 hat man auch keinen Grund zu fliehen. Einfach größer als dein Ford. Mein Ford ist größer als 1,90. Wobei, es kommt darauf an, was man als die Größe sieht. Ne? Wenn man die Fahrerkabine sieht, die ist größer als 1,90. Ich habe sie nie gemessen, aber wie hoch dürfte die sein? 2,10? 2,10, 2,20? Vielleicht auch 5 Meter, Rainer. Ich bin mir auch noch nicht ganz sicher. Ah, schön. Rainer, es gibt doch keine technischen Daten über Ford Ranger oder so. Ne? Das kann man ja auch gar nicht nachprüfen. Nein, natürlich nicht. Das ist natürlich wieder clever, da einfach irgendeinen Müll zu erzählen. Ne? Clever, clever. Ungefähr. 1,84 ist ein Ford Ranger hoch. Das stimmt nicht. Wenn der 1,84 hoch wäre, wäre ich ja größer als der Ford Ranger. Bin ich aber nicht. Vielleicht ist es so eine Sonderedition, die höher ist. Was? Ja, genau. Genau. Der Lord hat extra eine Sonderedition, eine Special Edition bekommen, weil, warum nicht, es ist Drachenlord. Ist ja auch ein ganz besonderer Mensch, klar. Vielleicht ist es so eine Sonderedition, die höher ist. Nein, der ist höher. Soll ich jetzt echt rausgehen und messen, wie hoch er ist?
Ich schätze mal, dass er mindestens 2,10 Meter ist. Ich möchte euch da mal dran erinnern. Er sagt nicht, der ist eventuell 2,10. Er sagt, er ist mindestens 2,10 Meter. Da weißt du auch, wie es mit Reiners Augenmaß bestellt ist, ne? Also erstmal, er checkt nicht, wenn er neben diesem Monster steht, dass das Auto kleiner als er ist. Oder wenigstens gleich groß ungefähr. Aber mindestens 2,10 Meter. Wenn nicht sogar 2,20 Meter, Leute. Klar, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Überall steht 1,84 groß. Danach, was dachte, du bist mindestens 1,86. Ich bin über 1,90. 1,84 steht da bestimmt nicht. Also wenn, dann steht da 1,80 oder 1,90. 84 ist keine Zahl, die da reinschreiben. Es gibt Leute, die haben genau diesen Anwendungsfall. Die wollen genau diese Autos haben. Und sei es nur, dass YouTuber untertauchen wollen und sich dafür einen Ford Ranger holen. Und damit sind wir auch schon direkt beim Design. Denn das ist nicht die klügste Entscheidung, aber oh mein Lord, was weiß ich denn schon? Überall sind die Hater, wirklich. Als ich das damals gesehen habe, dachte ich so, wie geil ist das? Wie geil ist das? Da ist so eine Sendung, die will den Ford Ranger verticken und macht nebenbei einen kleinen, einen kleinen Seitenhieb auf Rainer. Es ist einfach nur geil. Es ist einfach nur geil, wirklich. Ah, schön. Sehr, 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 sehr schön. 7 Jahre alt verdient er doch ganz was. So, schön gemacht, das war's. Morgen ist nichts mehr. Tschüss. Gibt's heute einen neuen Stream? So, fokussiert. Da steht nämlich der 2.6.2008. 2.6.2008. Ja, steht doch da, hä? 2.6.2008 ist doch absolut richtig. Ach ja, Leute, ich will alles nicht. Ich will nicht mehr, wirklich. Ja, shit. Denkt man nicht viel dabei. Aber bedenkt mal eigentlich, es geht nur um ein einziges Wort. Flüchten. Ich und flüchten. Ich bin vieles, aber ein Feigling war ich nie. Rainer? Also, ich... Weißt du, wo du ein Feigling bist? Du drückst dich oder flüchtest sehr gerne vor jeglichen Problemen des Lebens. Stell dir mal vor, ich habe noch nie jemanden gesehen, der so vehement vor der 40-Stunden-Woche flüchtet, Rainer. Der so sehr flüchtet, dass er sich lieber monetarisieren lässt, dass andere Leute ihn hassen und sich dafür mit Geld bewerfen lässt, als einfach einen normalen Bürojob zu haben, weiß ich nicht, oder einen Fabrikjob, keine Ahnung, 40 Stunden abzuleisten und ein schönes Leben zu haben, Rainer. Ich bin noch nie vor irgendwas geflüchtet. Alles Klärchen. Und flüchten ist ja wohl eher etwas, was die Hater können als ich. Ich bin noch nie geflüchtet, von nichts und von niemandem. Vielleicht wird mich das irgendwann umlegen, aber... Ich bin noch nie geflüchtet und das sehe ich auch nicht ein. Worum geht's hier jetzt eigentlich? Vor Polizei flüchten und so weiter. Die Polizei hat mich nämlich selbst auch angehalten. Führerschein. Ich habe einen Führerschein abgegeben und ich habe meinen Fahrzeugschein abgegeben. Sein Heil in der Flucht suchte ein 32-jähriger Pkw-Lenker am Sonntag, 2.1.2022 gegen 22 Uhr, als er bei Emskirchen von der Polizei kontrolliert werden sollte, nachdem er teils verkehrsgefährdend über eine Strecke von rund 20 Kilometern die Flucht, die verfolgenden Streifenwagen nicht abschütteln konnte, fuhr er einen morastigen Waldweg. Hier blieb zwar das Streifenfahrzeug stecken, die Freude des 32-Jährigen über seine gelungene Flucht dürfte sich aber in Grenzen halten, da er den Beamten, Personen bekannt war, konnte er von diesen sicher identifiziert werden. Letzter Satz. Auch der Grund für sein Fluchtverhalten ist deshalb bekannt. Der Mann besitzt bereits
seit längerer Zeit keinen gültigen Fahrerlaub, keine gültige Fahrerlaubnis oder. Junge, wirklich. Dieses subtile Gehate, wie das Bild immer weiter in Rainer seinen Mooskopf reinzoomt. Es ist einfach nur wunderschön gewesen. Danke dafür, Mitmacher. Also, ungefähr so habe ich auch gelesen in der Schule, wenn ich kennt ihr das? Ihr habt damals in der Schule irgendwas lesen müssen. Und dann hat die Lehrerin oder der Lehrer gesagt, so, du bist jetzt dran, lies mal die nächste Buchseite. Und da war man so aufgeregt und musste sich so voll aufs Lesen konzentrieren. Und das ist bei Rainer, glaube ich, immer so. Aber ich muss sagen, für Rainers Verhältnisse hat er das relativ gut gelesen. Also, Hut ab. Wirklich gut. Führerschein. Wurde natürlich davon ausgegangen, dass es ich bin, weil ich bin 32, ich wohne in Emskirchen oder zumindest in der Nähe von Emskirchen und es war in der Nähe von Emskirchen und ich bin der Polizei bekannt aufgrund meiner ganzen Hater-Idioten. So, jetzt fängt der Hater-Verstand an zu rattern. Oh, das kann doch bloß der Drachenlord sein, weil der einzige Mensch in ganz Umgebung von Altschauerberg, Emskirchen und Umgebung, ist er der einzige, der 32 Jahre alt ist, der keinen Führerschein hat und er ist der einzige, der Polizei bekannt ist. Genau. Wunderschön. Auch wenn jetzt kriegen wir noch hinterher geliefert 186. Oh, Leute. Ja, was soll ich dazu sagen, Rainer? Du bist der Einzige auf der Welt, der 32 ist, würde ich sagen. Und dem Kopf trotzdem noch 10. Jetzt geh auch mal Gummi hier. Ist schon wieder einer rausgekratzt. Ich glaube, es sagt. Wen du fährst raus. Alter, ich komme in 186! Ich komme in 180 Sachen angeschossen und du bist so bescheuert und fährst da raus. Ich sehe doch, dass da einer angeschossen kommt. Wie ist denn das jetzt mit deinem Auto passiert? Mich würde jetzt mal interessieren, warum du dauernd auf den Unfall zu sprechen kommst. Kein Schwein redet vom Unfall. Kein Schwein redet vom Unfall. Du bringst immer wieder Unfall. Wer hat denn vom Unfall gesprochen? Es geht um die Hater, nicht um den Unfall. Wie getroffen er da reagiert. Ja, red da nicht über den Unfall. Ach, Leute, wirklich. Ich dachte, er zeigt doch noch so ein bisschen polnische Hater-Familie, die Reise nach Italien. Ah, schade. Wir haben nur noch eine Minute vom Video, schade. Ich habe noch nicht einmal von dem Unfall gesprochen. Kein Schwein hat den Unfall angesprochen. Es ging die ganze Zeit nur um die Hater. Beim Unfall habe ich lediglich gesagt, was für ein Unfall. Ja, aber warum bringst du jetzt zum 10. Mal das Beispiel mit dem Unfall? Ja, die nennen dich doch immer Lügenlord. Dann, ja, und weiter? Ich kann mich nicht in die Situation versetzen, wie es ist, wenn ich reich bin. Und ich kann mich nicht in die Situation versetzen, wie es ist, arm zu sein und unter der Brücke zu leben. Ja, Rainer, das kannst du ab sofort, keine Sorge. Ja, Mann, ey, wirklich. Also, ich weiß noch, an dem Tag, wo bei Schanzenwatch die Videos gepostet wurden, wo Rainer sein Auto abgeschleppt wird. Ich dachte, nein. Nein, ist es jetzt wirklich soweit? Wird die Obdachlosenstaffel eingeleitet? Und es war wirklich, oh, es war köstlich. Ah, oh, das war, Junge, das. Ich dachte, nein, das kann doch nicht sein, wirklich. Eieiei. Zumindest noch nicht. Oh, boo-hoo! Let me play a sad song for you on the world's smallest violin. Ende. Ah, so ein schönes Video. Ah, ich habe mich wieder köstlich amüsiert. Freunde, vielen lieben Dank fürs Dabeisein, fürs Zusehen, für die ganzen Abos, für die netten Kommentare. Danke für 10.000 Abonnenten nochmal. Lasst auch ein bisschen Liebe beim Mattmacher für dieses nice Video da. Richtig, richtig gutes Video. Und alles, was mir zu sagen bleibt. Ist das richtig? Ich weiß nicht. Naja, ist... Dankeschön fürs Dabeisein, fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ich verweise nochmal auf meinen Twitch-Account, wer gerne Bock hat,
ab und zu live mit dabei zu sein, weil da werde ich definitiv öfter streamen als auf YouTube. Freunde, macht's gut und bis zum nächsten Mal, euer Wegelonge. Ciao. Ciao.